Ja, hallo. Die Bergeon Seminare AG vertritt insgesamt vier Führungsgrundsätze, die sie Führungskräften in Seminaren beibringt. Bei mir ist Matthias Heinrich, Vorstand und Seminarleiter bei der Bergeon Seminare AG. Und wir sprechen über den ersten Führungsgrundsatz aus diesen Seminaren. Und der heißt, Matthias, verlange von dir selbst mehr, als von dir schon erwartet wird. Jetzt habe ich mal eine Frage. Soll ich noch mehr arbeiten? Klaus, ja, das sollst du nicht, nein. Was steckt dahinter, hinter diesem Führungsgrundsatz? Die Menschen, die für dich arbeiten als Führungskraft, dein Team, deine Mitarbeiter, die arbeiten dann gerne für dich, wenn sie auf dich stolz sein können. Die möchten auf dich stolz sein. Die möchten ein Stück weit zu dir aufblicken. Die möchten gerne für dich arbeiten. Und stolz zu sein bedeutet für sie, dass sie für sich die richtige Entscheidung getroffen haben, für dich zu arbeiten. Und deswegen ist es für die Menschen so wichtig, dass sie nicht zu dir aufschauen im Sinne von nicht auf Augenhöhe miteinander umgehen, aber aufschauen im Sinne von, ja, ich bin stolz, für den Klaus zu arbeiten. Das finde ich toll, das macht mir Spaß. Verlange von dir selbst mehr als das, was von dir erwartet wird, heißt nicht, dass du statt 40 Stunden 60 Stunden arbeiten sollst. Heißt nicht, dass du morgens um 7 das Büro aufschließt und abends der Letzte bist, der es zumacht. Genau das heißt es nicht. Verlange von dir selbst mehr als das, was von dir erwartet wird, bedeutet im Tagesgeschäft, dass es darum geht, dass du Entscheidungen triffst. Wie viele Entscheidungen werden jeden Tag nicht getroffen, weil Führungskräfte Angst haben, diese Entscheidung zu treffen, weil sie noch nicht alle Parameter haben, um die Entscheidung treffen zu können. Also das ist ein erster Punkt. Verlange von dir selbst mehr, als was von dir erwartet wird, dass du sagst, ich treffe die Entscheidung und ich habe ein gutes Gefühl, dass das eine richtige Entscheidung ist und deswegen treffe ich sie jetzt. Ein weiterer Punkt ist, dass du sagst, ich habe Ziele, die ich bekommen habe, entweder von meinem Upper Management oder die ich mir selber setze. Und diese Ziele, dafür setze ich all meine Kraft ein, diese Ziele auch zu erreichen. Ich bin nicht zufrieden, wenn ich 80% erreicht habe. Ich bin nicht zufrieden, wenn ich 90% erreicht habe. Ich will auf 120%. Und nochmal, das heißt nicht, du sollst mehr leisten. Aber anders. Aber anders. Okay. Das ist genau der Punkt. Und deinen Mitarbeitern das vorzuleben, das ist dann ja, unser erster unser erster Schulungsgrundsatz, Veränderung der Vorstellung, das geht in diese Richtung. Das ist damit gemeint, verlange von dir selbst mehr, als was von dir erwartet wird. Nach oben zu wirken, nach außen zu wirken, also in Richtung deiner Kunden, deiner Lieferanten, deiner Partner, nach oben in Richtung deines Managements, deinen Mitarbeitern den Rücken frei zu halten. Das sind alles Dinge, die gemeint sind mit verlange von dir selber mehr als das, was von dir erwartet Jetzt kommen zu dir ins Seminar Führungskräfte, wird. die tendenziell eben heute noch nicht so klare Entscheidungen treffen oder nicht so zielgerichtet oder wie auch immer, zu falsch oder zu wenig. Wie bringst du denen das bei, das anders zu machen? Und vor allem, wie bringst du denen das so bei, dass sie das nachher im Seminar halt auch dann wirklich tun? Ich gebe Ihnen innerhalb des Seminars die Sicherheit, dass aufgrund der Erfahrung, die Sie haben, Sie schon viele richtige Entscheidungen getroffen haben. Und das reflektieren Sie für sich. Und das gibt Ihnen die Stärke und die Sicherheit, dass auch wenn jetzt nicht die drei Haken in der Wand hängen, die Sie absichern, dass Sie trotzdem in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Das überzeugt. Und Okay. das wird dann also nachhaltig in dem Unternehmen wirken, nach deiner Vorstellung. Nach meiner Vorstellung, nach der Vorstellung der Mitarbeiter und insbesondere auch nach meiner Erfahrung. Denn das, was Okay. ich an Feedback bekomme, auch nach vielen langen Jahren in den Seminaren, ist so positiv, dass ich sage, ja, das funktioniert.